Kann man die aufmachen? Ja, hab ich mir auch gedacht, wenn du so schön leicht hast. Metallschutz, schlechtes Leder, Metallkomponenten, alles mitnehmen. Alles, 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 alles. Da sitzt ein Verbrannter. Gleich mal Hackbeil ausrüsten. Waffen und Ausrüstung. Okay, es ist für einen Gauner gewesen. Statt ein Danto gibt es das Hackbeil. Das ist einfach nur ein Hackbeil, das ist ein Macheten. Aber okay, das braucht Gewandtheit. Dead need Gewandtheit. Wir sind halt mehr der Typ da. Das macht am meisten Schaden. Ist aber halt auch langsam. Das ist natürlich sehr schnell. Nur mit der Pistole bin ich unzufrieden. Weil die macht so Piu und. Mann, okay, das ist eine Nagelpistole. Was will man von einer Nagelpistole erwarten? Außer stechende Schmerzen beim Gegner. Was macht so Piu und treffen tut's selten nochmal. Also gut, Hackbeil, mit dem können wir nichts anfangen. Kann ich die da unten anvisieren? Nein. Das heißt, sobald ihr da runterhupft, kann ich die anvisieren? Nein. Du hast ihn gefunden, um zu benutzen. Öffne das aktive Pausmenü mit Tabulator. Ja, aber morgen nicht. Das werde ich später. Kann ich speichern? Ja, speichern. Neuer Spielstand. Speichern. Passt. Gott, bin du gar nicht mehr so dumm, wie der reinschaut. Davon leuchtet was rot. Ein rot leuchtendes Subjekt. Das war aber nur ein Grafikfehler. Finde ich toll. Jetzt kommen sicher gleich wieder alle auf. Das habe ich gemeint. Die Kontertreffer sind einfach unglaublich stark. Spielt sich aber vom Sinn her komplett anders. Also. Okay, jetzt gucken wir auch die anderen nicht. Die ganzen Stile, die Kampfstile, die Haltung und so weiter, die spielen sich komplett unterschiedlich auf einer Steuerung. Zum Beispiel habe ich. Das hat man auch gesehen ein paar Mal, wie ich mit dem Messer als Gauner zugestochen habe. Das war Stoßen. Also ich wollte ihm eigentlich zum Taumeln bringen, damit er kann, also damit er nicht blocken kann. Was mache ich? Ich stoße zu mit einem Danto, das keine Spitzen hat. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich möchte unbedingt da die Fähigkeit haben, dass das Teil weiter hupft. Können auf den Gegner in die Nähe überspringen. Oder 3? Na, verschießt 3 Bögen statt 2. Man hat gemerkt, man macht so Prutz, Prutz. Und wenn er beim ersten Treffen schon hinwärts, springt er auf den zweiten um. 3 Bögen hast einfach nur, er brutzelt einen Gegner länger und springt dann auf den nächsten um, falls er dazwischen marschiert. Ich möchte aber, wenn er schießt zweimal und das könnte auf einen Gegner in der Nähe umspringen. Das heißt, die können zweimal zwei Gegner treffen. Oder nur oder 3. Falls er zwischen einer umkippt. Elektroschaden vom Handschuh um 20%. Ermöglicht nach einer schnelle eine weitere Aktion, okay. Die aus dem Boden wiedergewonnen werden kann, wenn ein Gegner mit einem Lichtbogen betäubt wird. Was? Erhöht die Chance, einen Gegner mit Technomancer-Zauber bewegungsunfähig zu machen um 5%, okay.
Überladung jeden Elektroschaden. Erhöht jeden Elektroschaden zu 20%. Flüssigkeitsregeneration um 25%. Das würde wahrscheinlich ihr machen. Was dann so alles gibt. Flüssigkeitsregeneration. Okay, aber muss noch ganz kurz stoppen. Was war da noch? Tarnung ermöglichen Diebstahl von Gegenständen. Ermöglicht getarntes Rennen, werden automatisch kritisch und versetzen Ziel einen Stromstoß. Ermöglicht Tarnangriffe auf Monster. Jetzt erklärt sich das auch. Tarnangriffe gegen Menschen verbrauchen keine Flüssigkeit mehr und setzen das Ziel sofort geräuschlos außer Gefecht. Das habe ich gemeint. Aber okay, das muss man anscheinend erst lernen. Das wusste ich nicht. Muss ich beirnen? Wir gehen auf Charisma, wir Idioten. Wir sind meilenweit vom nächsten Händler entfernt. Also ich, Idiot, in dem Fall. Du bist schuld, hättest mal es in die Kommentare geschrieben. Aber das Spiel finde ich gut. Das Spiel finde ich gut. Ah, das erklärt, warum da so viele Leute sind. Aber jetzt bei Clay. Also das kann ausweichen. Wenn ich da stoßen tue, ist das Schildschlag. Und dem mit Steuerung ist das Schild. Deswegen kann ich ja zwischendurch kontern. Das ist richtig nett animiert, das muss ich zugeben. Und dem bin ich da jetzt aber. Da ist Stoßen, das ist klar. Das ist Angriff auf rundherum, auf alle. Auf Ahn, Ahn, Ahn. Wieder alle. Alles gut. Und kannst ihm immer schön im Combo drinnen, wenn du einen anvisiert hast, dazwischen einen Tritt machen. Alles geil. Und da ist jetzt, wenn du stoßen willst, stich dazu. Mach das einen Ausfallschritt. Manchmal, jedenfalls ist es mehr so eine stechende Bewegung und das ist ein Schwung. Um Welten schneller, klar. Ausweichen, super. Aber kannst du halt. Also. Du hast null Deckung im Grunde genommen. Du kannst nur ausweichen. Du bringst ihn nicht zum Daumeln oder so. Dafür hast du halt noch zusätzlichen Schaden durchs Vergiften. Ist echt schwer. Ist echt, also bei einem Gegner, bei einem Gegner mit Full Energie, mit Full HP ist Giftschaden zusätzlich noch richtig gut. Aber ihr könnt ja zwischendrin noch immer auf eine andere Waffe wechseln. So, dabei gegen kleine Gruppen gefällt mir das mit dem Schild derweil am besten. Außerdem habe ich immer Werkzeug mit dabei. Dann trage ich sicher gleich her. Gleich mal ausprobieren. Okay, du bist doch zu weit hergelaufen. Ja, ich wollte eigentlich Schild. I want to hit my Schild. Also. Okay, jetzt nicht groß herumreden, machen. Bisschen schneller machen und wir spielen auf normal. Das muss ich nochmal sagen. Es ist das Kampfsystem ist schwierig. Es ist halt sehr, sehr, sehr ausgeklügelt. Und vielleicht
Du Gauner, du! Siehst, funktioniert das super. Sonst kann er doch. Passt. Was hast du schönes? Leichte Arbeiterjacke. Gegen Elektrizität herstellen plus 1. Okay, das wird meine Crafting-Rüstung werden, wahrscheinlich. Ein bisschen wie bei Fallout. Wenn du vorher noch Klamotten anziehst, die Intelligenz erhöhen oder so. Hackbeil nehmen wir mit. Dann da wieder auf den Schockimpuls gehen. Cause I like it. Mehr braucht man aber nicht. Und ich speichere gleich da herunten, denn es lief ganz gut. War schon 23 Uhr? Alter Schwede. Zeit vergeht so schnell. Und da ist jetzt eine Werkbank. Na, komm her. Was bist denn du für ein Scharfschütze? Du Mäschi. Wohlgemerkt, er hat von irgendwo auf mich geschossen und ich kippe um. Können wir da rüberschleichen? Also die Schützen, gell? Die Gauner, die gehen mir dabei am meisten auf den Geist. Ich weiß, da ist eine Werkbank, wo ich mir schon wieder was aufklappen kann. Nein. So viel zum Looten gibt es da anscheinend nicht. Und die paar Gegenstände, die fallen echt auf, wo du looten kannst. Du hast allerdings keinen Slot. Das da könnte man recyceln. Leder. Schlechtes Leder. Erhaltene Komponenten. Schlechtes Leder und Metallkomponenten. Gut. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, mit dem man was. Handwerkerhemd. Braucht Gewandtheit. Du brauchst nichts. Können wir noch gleich mal anziehen. Passt. Haben wir wieder was gekriegt. Waffen können wir das Hackbeil. Ist doch das gleiche, oder? Ach, das ist sogar schon gemoddet. Die unterscheiden sich. Aber gut, wir können damit eh nichts anfangen. Könnte ich mein Schild vielleicht ein wenig upgraden? Ja, und die Vase könnte jetzt eigentlich das andere da konstantes Barrieren plus tun. Unterbrecher-Upgrade. Plus 88%, okay. Schaden-Upgrade braucht man eigentlich nicht, dafür schlage ich ja zu. Ein kritischer Treffer plus 6. Okay. Aber halt auch schon ein halbes Kilo schwerer, gell? Unterbrecher-Upgrade. Das sind Stacheln, außer kritische Treffer. Cool. Aber alles in allem bleibt es ein Schild. Und ich glaube, es gibt später noch bessere Schilde. Und ich brauche das Schild eigentlich immer zum Blocken, zum Kontern. Lassen wir das mal. Den Stab haben wir schon aus der Ritterstreitkolben. Den brauchen wir am meisten.
Ich zumindest. Am Schaft. Passt. Upgrade. Stufe 1, habe ich jetzt schon. Stufe 2 Schaden. Braucht Pläne. Und Stufe 2 herstellen, okay. Also muss ich das auch noch leveln. Und dann haben wir da noch Crit-Schaden. Passt. Dann haben wir eigentlich schon alles. Mehr will ich gar nicht. Obwohl, Rüstung. Schulterbürste kennt man eigentlich noch schneller. Tun wir sicherheitshalber. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wann wir wieder was kriegen. Wir haben aber nichts. Okay, passt. Hat sich das erledigt? Ich hätte noch Schuhe und so weiter und Hosen auch noch. Naja, ist egal. Mal kurz speichern. Ich merke schon, das wird ein Spiel, wo ich alle speichern werde. Selbst wenn nichts passiert. Wir haben die eigentlich schon auf. Vergessen, vergessen, vergessen. Nein, renn ihm genau in die Klingen eine. Ich sag's dir ganz ehrlich, der Weg dorthin, der ist richtig hart. Und ich hab gedacht, jetzt werde ich mal versuchen, außer Distanz, pium, hab vergessen, dass hinter mir einer kommt. Also im Grunde genommen kannst du am Anfang das Schleichen ziemlich sein lassen. Man sieht auch nie, wer wo was angreift. Also, du musst auf so viel. Und ich hab grad Schild gehabt. Ich meine, okay, die treffen sich ja gegenseitig. Aber ich hab grad wirklich Schild hochgehalten und du wirst trotzdem verprügelt wie ein Blöder. Schöner Superman Punch. Geiler Combo. Jo, der Tag wäre. Kein leichtes Spiel, wirklich kein leichtes Spiel.